Smarta und ihre magische Tasche. Hallo, ich bin Smarta. Ich suche meinen Hund Spotty. Spotty! Lass uns Spotty gemeinsam rufen. Ruf laut seinen Namen. Spotty! Spotty! Spotty, da bist du ja. Was ist denn los? Bist du krank? Schon besser. Du musst Hustensaft trinken. Weißt du, wo man Medizin kaufen kann? Im Einkaufsladen? An der Bushaltestelle? Oder in der Apotheke? In der Apotheke! Stimmt, Medizin kauft man in der Apotheke. Gut gemacht, Spotty. Lass uns Navigator Hey fragen, wie wir zur Apotheke kommen. Hey, Navigator! Ich bin Navigator Hey, bin ich von A nach B. Gib die Adresse an, dann zeig ich dir den Weg. Frag einfach Navigator, hey, ich finde den kürzesten Weg. Zeig dir, in welche Richtung es geht. Hey, Spotty ist krank. Wir müssen für ihn Hustensaft kaufen. Sag doch bitte, wie kommen wir zur Apotheke? Geh am Spielplatz vorbei. Dann über den Berg, dann kommt ihr zur Apotheke. Dankeschön, hey. Gern geschehen. Los, komm, Spotty. Los, komm, wir machen uns auf den Weg. Der Bagger hat keine Bälle mehr zum Spielen. Bringst du bitte die Bälle? Gut gemacht. Lass uns zusammen zählen, wie viele Bälle wir hier haben. Eins, zwei, drei, vier. Vier, richtig. Bagger, jetzt kannst du weiterspielen. Wir müssen los. Wisst ihr noch den Weg? Was hat Navigator Hey gesagt?
Spielplatz. Berg. Apotheke. Keine Sorge, Spotty. Wir müssen nicht über den Berg rüberklettern. Stattdessen fliegen wir drüber. Mein Roller kann fliegen. Wenn wir abheben wollen, müssen wir mit hoher Stimme die Tonleiter singen. C, D, E, F, G, A, H, C. Lass uns gemeinsam singen. C, D, E, F, G, A, H, C. Siehst du, Spotty? Wir haben's geschafft. Jetzt müssen wir mit tiefer Stimme singen. So kommen wir nämlich wieder herunter. C, D, E, F, G, A, H, C. Lass uns gemeinsam singen. C, D, E, F, G, A, H, C. Juhu, danke schön. Hier ist die Apotheke. Spotty, komm her! Leckeren Knochen. Okay, du kriegst dein Leckerli. Ich bin mir sicher, dass Spotty bald wieder gesund wird. Smarta und ihre magische Tasche. Spotty und ich gehen spazieren, aber Spotty verhält sich irgendwie komisch. Er schnüffelt an allem und frisst Gras. Spotty, geht's dir gut? Spotty, Spotty, zieh nicht so! Was ist denn? Ich glaube, Spotty fühlt sich nicht gut. Ich sollte ihn zum Arzt bringen. Aber zu welchem? Ah, ich frag Navigator Hale. Er kennt nämlich alle Ärzte. Hey, oh, wo ist denn meine magische Tasche? Sie war doch eben noch hier. Spotty, such die Tasche. Spotty, hast du sie gefunden? Oh je, sie ist ins Loch gefallen. Na sowas. Schon okay, ich hol sie wieder raus.
so. Zieh, Spotty. Puh, du kannst dich doch nicht so einfach aus dem Staub machen. So, was wollte ich machen? Ja, klar. Hey! Ich bin Navigator, hey, bin ich von A nach B. Gib die Adresse an, dann zeig ich dir den Weg. Frag einfach Navigator, hey, ich finde den kürzesten Weg. Zeig dir, in welche Richtung es geht. Hallo, Smart und Spotty. Wo wollt ihr denn hin? Hallo, hey! Ich bin mir nicht sicher. Bitte sag uns, wo finden wir einen Arzt für Spotty? Ist Spotty etwa krank? Ich weiß nicht. Er verhält sich irgendwie komisch. Er hat Gras gefressen. Gras? Nur Kühe, Schafe, Esel und Ziegen fressen Gras. Aber Hunde? Ihr solltet zum Arzt gehen. Ja, aber zu was für einem Arzt? Zum Veterinär. Veteri was? Näher. Ein Veterinär ist ein Tierarzt. Ah, super. Und wo gibt es einen Tierarzt? In der Nähe ist eine Tierklinik. Geh geradeaus bis zur Eisdiele, biege links ab, dann kommst du zu einem Gebäude mit einem Kreuz. Das ist die Tierklinik. Danke, hey. Wir gehen gleich. Geh du schon mal nach Hause. Okay, Smarter. Dann bis später. Ich hätte Lust auf ein Eis. Das sieht lecker aus. Ich mag am liebsten Eis in der Waffel. Aber ich habe kein Geld dabei. Oh, ich darf mich nicht ablenken lassen. Wir müssen weiter. Was hat Navigator Herr gesagt? Wo müssen wir entlang? Links oder rechts? Links, rechts, rechts, links. Spotty, weißt du es? Weißt du noch, in welche Richtung wir gehen müssen? Nach links. Danke. Spotty, wir müssen nach links. Das ist die Tierklinik. Wir haben sie gefunden. Oh, wollen all diese Tiere zum Arzt? Wir müssen uns hinten anstellen. Wer ist der Letzte? Okay, wir kommen nach dir.
Wir sind dran. Komm, Spotty. Hallo, Herr Doktor. Mein Freund Spotty ist krank. Er hat Gras gefressen. Mach dir deswegen keine Sorgen. Alle Hunde essen manchmal Gras. Und zwar, wenn sie Verdauungsprobleme haben. Danach geht es ihnen dann meistens wieder besser. Deinem kleinen Freund scheint nichts zu fehlen. Wie es aussieht, geht Spotty gut. Vielen Dank, Herr Doktor. Auf Wiedersehen. Smarta und ihre magische Tasche. Hallo, ich bin Smarta. Heute male ich ein Bild. Schau mal, Spotty. Oh je, du siehst lustig aus. Wir müssen dich baden. Spring rein, Spotty. Bitte hilf mir, Spotty zu überreden. Sag einfach ganz laut: Spotty, Badezeit. Spotty, Badezeit. Ich glaube, es funktioniert. Aber wir müssen es noch lauter sagen. Spotty, Badezeit. Gut gemacht. Die Farbe geht nicht ab. Und was jetzt? Wir brauchen ein Shampoo für Hunde. Spotty, komm raus. Wir müssen herausfinden, wie man in die Tierhandlung kommt. Adresse an, dann zeig ich dir den Weg. Frag einfach Navigator, hey, ich finde den kürzesten Weg. Zeig dir, in welche Richtung es geht. Hallo Navigator, hey. Hallo Smarta und Spotty. Wo müsst ihr beide denn hin? In die Tierhandlung. Zur Tierhandlung? Als erstes müsst ihr ins Einkaufszentrum. Dann hoch in die dritte Etage. Dann seht ihr neben dem Brunnen die Tierhandlung. Danke, Navigator Hey. Aber gerne doch. Das ist also der Weg. Den müssen wir uns gut merken. Einkaufszentrum. Einkaufszentrum. Dritte Etage. Dritte Etage. Brunnen. Brunnen. Tierhandlung. Tierhandlung. Gut gemacht. Spotty, los geht's. Thank you.
mal, Spotty. Müssen wir nach rechts oder nach links? Richtig, nach links. Wir sind da. Weißt du noch, welches die richtige Etage ist? Stimmt, die dritte Etage. Hilf uns bitte beim Zählen. Eins. Zwei. Drei. Die sind da. Wo müssen wir jetzt hin? Wiederhole mit mir den Weg. Einkaufszentrum. Dritte Etage. Brunnen. Tierhandlung. Also müssen wir jetzt den Brunnen finden? Ja. Da ist er. Hey hat gesagt, dass die Tierhandlung links neben dem Brunnen ist. Lasst uns zeigen, wo links ist. Juhu, wir sind da. Sind die Shampoos. Spotty, welches Shampoo brauchen wir? Für Katzen? Nein. Für Hamster? Nein. Für Hunde? Ja. Natürlich, das Hundeshampoo. Das Shampoo kostet 3 Münzen. 1, 2, 3. Dankeschön. Spotty, lass uns nach Hause gehen und dich baden. Spotty, Badezeit! Braver Hund! Dankeschön! Ohne deine Hilfe hätte ich Spotty sicher nicht zum Baden überreden können. Und ich kann jetzt mein Bild fertig malen. Tschüss!